Liebe Oldtimer-Freunde, ich habe hier einen Treni 1600er der seltene Lancia. Er sieht aus wie ein bisschen wie hinten abgeschnitten oder ein Teil fällt. Top-Zustand, absolut original. Auch die Klassiker-Türgriffe, die auch bei Fiat verbaut wurden damals. Das sieht sehr bequem aus. Schau mal diese Sitze. Auch perfekter Zustand, die ganzen Sitze, die Polster. Der Wagen sieht aus, wirklich, wenn jetzt nicht verregnet wäre, wie direkt ab der Fabrik. Wie direkt ab der Produktion. Super Zustand. Scheinwerfer, nichts verbeult, nichts zerkratzt. Ein sehr, sehr, sehr seltener Oldtimer mittlerweile. Aber wunderschön dastehen. Zusammen mit anderen Fahrzeugen aus genau der Zeit. Und aus anderen, alles. Aber bei diesem legendären Treffen, dem Coppa Gentleman Sardi, übrigens direkt in Sardinien, im regnerischen, kalten Sardinien, da sind Oldtimer-Fans zusammengekommen, wo jeder ein anderes Fahrzeug fährt. Ein anderes Modell, ein anderer Typ. Ich habe kein Doppeltes gesehen. Ganz seltene, tolle, wunderschöne Autos. Ich denke, die meisten kennen das Auto hier gar nicht mehr, die haben das gar noch nicht so gesehen. Aber ich kann mir nur vorstellen, wenn man da reinsitzt, da fühlt man sich wie ein König. Das muss einfach bequem sein. Die Sitze, die sehen schon so einladend aus. 70er Jahre, so hat man Autos gebaut. Chromstoßstange mit hartem Gummi vorne dran, richtige Stoßstange noch, wo man schlimmstenfalls auch noch einen weggestoßen hat.